Hi, herzlich willkommen in meinem Workshop-Raum. Gerade eben hat es an der Tür geklingelt und das ist mega, weil, das zeige ich euch da unten gleich, meine Vororder aus dem neuen Jahreskatalog von Stampin' Up! Ist ja endlich angekommen. Es hat ja sehr lange gedauert. Und ich dachte mir, das packen wir zusammen aus. Das Paket, einmal Blick aufs Paket, es ist noch ganz geschlossen. Das machen wir jetzt gleich zusammen auf. Ich drehe euch einmal ein bisschen runter, damit ihr nicht mich seht, sondern das Paket seht. Mal gucken. Ich darf mal ein bisschen hindrehen. Dann habt ihr es ein bisschen im Blick. Und das packen wir zu... Ups, es war noch nicht ganz weggerutscht. Jetzt, die Kamera war nicht ganz fixiert. Die will nicht. Aber jetzt, das packen wir zusammen jetzt aus. Ich bin selber sehr gespannt. Das ist ja schon 14 Tage her. Es hat diesmal sehr lange gedauert. Und so genau weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Wir machen es mal zusammen auf. Ich war ganz überrascht, das sollte eigentlich morgen erst kommen. Ja, aber das Gute hatte es heute schon mit. Ups, jetzt seid ihr umgefallen. Vor lauter Aufregung habe ich gegen die Kamera gehauen. Auch das gehört dazu, dann seht ihr wenigstens, dass das hier mehr oder weniger live ist. Also ich nehme es ja auf und stelle es nachher hoch. Aber ich tüdel da nicht irgendwie groß am Video sonst was rum. Einmal Verpackung und als erstes haben wir, oh wie schön, jede Menge neue Stifte. Die sind ja, sicherlich, ich klicke mal eins an die Seite. Hier haben wir die neuen In-Color-Farben. Einmal als Blend. Dann gab es ja auch ganz viele andere neue Farben, unter anderem dieses wunderschöne Rosa. Mir fehlte so lange ein blaustichiges Rosa und endlich haben wir eins. Was haben wir denn noch hier? Ich weiß ja überhaupt nicht, wie es jetzt hier drin ist. Hier sind Stanzformen, die packen wir gleich mal aus. Ich lege die mal an die Seite, ich hole erstmal den Kleinkram raus. Dann alle neuen Marker gab es so als Packung einmal zusammen, damit man nicht jedes Set neu, also jedes... jedes Set neu kaufen musste, sondern wirklich nur die neuen Stifte haben konnte. Einmal hier auch. Dann habe ich hier jede Menge Nachfüller. Ich mache das immer so, dass ich immer ein Stempelset gleich mit Nachfüller kaufe, dann habe ich das immer parat. Nun wird bei mir aber auch jede Menge auch mehr oder viel verbraucht von den Stempelkissen und ich habe es dann wirklich schon gehabt, dass ich ein Event gehabt habe zum Katalog und danach dann nochmal eine Veranstaltung und weil so viele eine Farbe benutzt haben, hier sind sie nochmal alle, war die Farbe dann auch ja fast alle oder nicht mehr ganz so stark und habe ich gesagt, das mache ich nie wieder, deswegen immer bestelle ich sozusagen alle gleich mit. Hier die Marker als, kann man das sehen, die In-Color-Farben. Dann haben wir, oh, es gab eine neue Kreisstanze mit einem schönen Set. Das fand ich auch sensationell. Die passt natürlich zu den anderen Kreisstanzen. Sie ist noch ein Tick größer. Und dazu gibt es auch ein ganz tolles Stempelset. Das ist natürlich sicherlich irgendwie unten weiter versteckt. Ich habe hier ganz viele Stempelkissen auch, die jetzt als oberstes liegen. Und zwar haben wir hier das schöne Malve. Das wird garantiert meine Lieblingsfarbe, die neue Farbe. Dann haben wir das Boho Blau, allein die beiden schon zusammen, ein Traum finde ich. Dann haben wir das Pekanussbraun, auch sehr schön, auch mit, ich halte sie nochmal aneinander, die drei als Kombi, sensationell. Da lassen sich bestimmt schöne Sachen mitmachen. Dann habe ich hier das Kupferbraun, ist auch eine neue In-Color, die passt auch wunderschön dazu. Und nochmal ein Grauton, ein Kieselgrau. Auch sehr apart. Ein warmes Grau sind ja, finde ich, alles eher warme Farben diesmal. Dann habe ich, ich bin gar kein Gelbmensch, aber über dieses Gelb freue ich mich total. Das ist das Zitronenparfait. Das sieht jetzt hier ein bisschen grün auf dem Monitor aus. Ich weiß nicht, wie das nachher rüberkommt. Das ist ein ganz helles, auch ein blaustichiges Gelb. Wie gesagt, Gelbtöne sind gar nicht mein. Ich benutze sie fast nie. Das, glaube ich, aber wird meins werden. Dann ist das Azurblau auch neu. Dann habe ich hier das Babyrosa, auch eine neue Farbe.
Ich habe hier irgendwas. Ach genau, ich habe eben bei den Pekan gesagt, das Pekan ist keine Incolor, das ist eine neue Farbe. Eine Incolor ist der wilde Weizen. Das ist es richtig. Das habe ich vertauscht. Also wilde Weizen ist die neue Incolor und Pekannuss ist einfach eine neue Farbe, die neu im Sortiment ist, die aber auch total schick ist. Habe ich gerade eben falsch gesagt. Entschuldigung. Dann habe ich ein tolles Stempelset, zeitlos arrangiert. Da gibt es auch ganz tolle Stanzen. Die finde ich wahrscheinlich jetzt nicht so schnell. Ich packe es mal kurz an die Seite. Und dann, wenn wir nicht so durcheinander jetzt hier sind, dann nehme ich nochmal, ich habe jetzt eine andere Stempel. Das passt zur Kreisstanze. Das ist das Set, runde Sache und die Kreisstanze. Total schick. Mit den Stempelgrüßen im Kreis. Ich glaube, da kann man auch ganz tolle Etiketten machen, Aufleger machen. Hat mich sofort angesprochen. Ist eine feine Sache, glaube ich. Spiegelt sich hier alles drin. Ist eine feine Sache, glaube ich, um Kleinigkeiten für jede Situation zu machen. Also das ist ein Produktpaket. Und dann habe ich, genau, Stanzen. Hier habe ich noch ein Produktpaket, die bezaubernden Ballons und passend dazu die Stanzen. Die Stanzen mache ich einmal ganz schnell auf, dann können wir da einmal schnell reingucken, weil leere, quatschende Außenverpackung wirkt natürlich nicht so mega, wie wenn man es einmal sieht. Hier sind die, hier ist das Stempelset und hier sind die Stanzen zum Produktpaket von den bezaubernden Ballons. Ganz toll, ein schönes Etikett, der Stern, die großen Ballons, das ist ein tolles Teil, das ist im Katalog ganz witzig abgebildet, da kann man, glaube ich, ganz toll nachher auch Pompons mitmachen. Ist so nicht abgebildet, aber so stelle ich es mir vor, das werde ich dann aber auch bei Zeiten zeigen. Das sind die Ballons, dann packe ich das mal zusammen an die Seite. Dann habe ich hier, was habe ich hier denn? Was mache ich hier? Botschaften. Ich mache mal, hier habe ich ein Stanzset berührende Botschaften. Ich muss da einmal kurz reinschauen, welches das ist. Ich habe natürlich jetzt gar keine Liste hier vor mir liegen, welches Stanzset zu welchem Stempelset gehört. Und die haben ja nicht immer identische Namen. Ich muss es mir einmal angucken. Ah, das weiß ich jetzt, welches das ist. Die berührende Botschaften, das Stempelset heißt in der Tat wirklich auch berührende Botschaften. Das fand ich ziemlich cool. Im letzten Katalog gab es das schon in Englisch und ich habe gesagt, ich will das in Deutsch haben. Ich weiß nicht, ob ich gehört worden bin, aber ich hole jetzt mal die Stanzen hier raus. Seht ihr ganz viele Konturenschnitte. Heißt, die passen um die Texte von dem Stempelset rum, dass man das sozusagen konturengeschnitten den Text immer hat. Finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache als Aufleger. Und ja, hier sind noch ein paar Rahmen mit bei. Und man kann sicherlich auch so mit den ausgestanzten nette Aufleger wie auch immer gestalten. Aber zusammen grandios, habe ich mir gewünscht. Wunsch wurde erhört, hat geklappt. Das sind die berührenden Botschaften als Produktpaket. Das hier ist jetzt ja ein Schnelldurchlauf, aber ich denke mal, das macht auch nichts. Ihr werdet sicherlich einiges von mir mit von den Sachen auch sehen, als Video, aber auch als Post bei Instagram oder Facebook. Und dann werde ich die Sachen näher vorstellen. Jetzt war es ja einfach nur, wir wollen mal zusammen auspacken und genau zusammen reinluschern. Ich habe hier Stanzformen, ich muss mal drauf gucken, weil ich natürlich nicht aus dem Kopf das über Kopf lesen kann. Das sind die Stanzformen, zeitlos arrangiert. Und das hatte ich eben ja auch schon ganz am Anfang in der Hand, das Stempelset zeitlos arrangiert. Das heißt, ein schönes Textset. Mich hat sofort dieser kleine unscheinbare, könnt ihr ihn erkennen, Stempel angesprochen. Total mega für Musterhintergründe. Gefällt mir super gut. Die Texte finde ich total schön, gefallen mir auch. Und die Stanzenform, wunderschöne Rahmen dabei. Rahmen auch mal mit Blättern zusammen an einem, ja, ich sag mal, an einer Kante fest. Lassen sich auch, glaube ich, richtig tolle Sachen mit arrangieren. Das ist das Produktpaket zeitlos arrangiert, was wir im Vorverkauf kaufen konnten. Ich habe hier aber noch mehr. Ich muss mal hier drunter. Was habe ich denn noch hier? Ah, unter Wasserwelt. Viele wissen ja, dass ich ein absoluter Maritim-Fan bin. Also alles, was Maritim, Fische oder wie auch immer ist, ist absolut meins. Muss ich haben. Ich packe die Stanzen einmal aus. Dann haben wir die einmal vor Augen. Und dazu das Stempelset. Das habe ich nämlich auch. Einmal das Stempelset und einmal die Stanzen.
Substanzen. Das Stempelset heißt Beauty of the Deep, ist ein englischer Titel, sind keine englischen Wörter dabei, weil es halt textlos ist, aber schöne Motive. Lieblingsmotiv natürlich für alle maritimen Fans der Anker, und ich finde, dieser ist wunderschön gestaltet. Er hat auch eine schöne, er ist 1:1 abgebildet, eine schöne Größe. Diese Algen sind total schön, lassen sich auch super verwenden, denke ich mal, für Hintergründe. Und auch die Stanzen, natürlich die Konturen wieder für den Anker und für die Algen und so. Und aber auch hier wieder so ein Teil als Aufleger, was sicherlich nicht nur maritim funktionieren wird, sondern auch anders funktionieren wird. Wunderschön. Ich muss mal weiter mit dem Karton schauen. Ich habe hier noch ein paar Blends noch von den neuen Farben. Ich habe praktisch die neuen Farben als Stempelset geordert, dann als Marker geordert, als Nachfülltinte, als Blends und natürlich als Papier. In meinem Karton habe ich große Kartons, da brauchen wir nicht, also große Schachtel noch drin, da brauchen wir nicht reingucken. Das sind die Ablagekästen, die weißen, für die Stempelkissen. Die habe ich natürlich auch geordert, weil meine anderen, die waren alle voll, da war kein Platz mehr drin. Und das wollen wir natürlich dann auch alles wieder ordentlich sortieren. Ich habe hier die ganzen Papiere, hier dieses wunderschöne, es sieht wirklich grün aus. Das ist aber nicht grün, es ist ein ganz helles, pastelliges, schönes Gelb, aber ein blaustichiges Gelb. Würde ich jetzt sozusagen kein warmes Gelb, sondern etwas kälteres. Wirklich so ein Zitronen, ja, Parfait heißt das. Die Namen sind ja immer alle so lecker. Dann das, sie sind jetzt ein bisschen durcheinander. Hier ist das Pekannussbraun, auch ein schönes Braun. Passt auch zu vielen schönen Natursachen, zu maritim, gefällt mir sehr gut. Dann dieses blauschichtige Rosa, grandios, passt hier so zu meinen Workshop-Raumfarben, zu meiner Wandfarbe, die ihr jetzt nicht sehen könnt, passt genau dazu. Dann die In-Color als Papier, das Kieselgrau, dann eine neue Farbe, Azurblau, auch wieder als Papier, sehr leuchtend blau. Auch sehr schön. Es wirkt auf dem im Video jetzt ein bisschen knalliger. Es ist nicht so knallig wie das Karibikblau, so ein Mittelding zwischen Karibik, würde ich sagen, und zwischen, ja, weiß ich jetzt gar nicht gerade so. Auf jeden Fall nicht so knallig wie Karibik. Dann das neue schöne Boho-Blau. Auch sehr schön. Der wilde Weizen. Mag ich auch. Ist aber die Farbe von allen, die ich am wenigsten mag, wenn ich das so sagen darf. Aber sie wird auch, denke ich mal, schön zu maritimen Natursachen, Herbst nachher auch super passen. Dann das Papier, das Kupfer, finde ich auch sehr schön. Und dann das Malve, hat auch was. Dann habe ich einen ganzen, kriege ich jetzt gar nicht hier aus dem Karton raus. Der ganze Grund ist voll mit Katalogen und noch mehr Katalogen. Die müssen wir aber jetzt, glaube ich, gar nicht weiter auspacken. Ich habe jetzt noch ein Paket bekommen. Das packen wir jetzt nicht weiter aus. Also eigentlich habe ich noch zwei bekommen. Nein, drei habe ich heute bekommen. Es war ja viel in der Nachlieferung. Ich habe aber auch viel im Ausverkauf bestellt. Ich mache euch einmal wieder hoch zu mir, damit ihr mich wieder angucken könnt. Das ist nämlich hübscher, finde ich, wenn ich euch sehe. Genau, die Pakete packe ich jetzt nicht aus, weil ich jetzt gar nicht im Einzelnen weiß, was da alles drin ist. Und ich habe, muss ich gestehen, gleich einen Workshop. Aber ich wollte es einfach unbedingt vorher mit euch gemeinsam auspacken. Und ich weiß aber, im Workshop werden meine Kunden sagen, wo sind die neuen Farben, zeig sie uns und so. Und dann wäre das Paket offen und das große Paket haben wir jetzt halt zusammen ausgepackt. Und ich finde, ja, es hat was. Also wenn ich die Sachen sehe, ich glaube schon, dass ich schöne Sachen ausgesucht habe und dass wir da viel Spaß mit haben werden. Ich habe irgendwie, glaube ich, also ich habe es jetzt wie gesagt nicht im Blick, aber ich glaube, im anderen ist noch was drin als Set. Das ist ja immer so, wenn es wie gesagt kommt, man ist erstmal so überwältigt, was ist das alles, oh mein Gott und so. Und ich habe eben nicht meine Bestellliste direkt hier neben liegen und abgehakt. Das mache ich natürlich heute Abend in aller Ruhe. Ihr werdet von mir hören. Ich habe, falls ihr es zeitig seht, das Video am 5. ein Katalog-Event. Da werde ich feine Sachen machen hier im Workshop-Raum. Wer möchte, kann mich ansprechen, anschreiben und hier in der Nähe bei mir ist, der kann natürlich auch vorbeikommen. Ich werde mal aufräumen und nachher erstmal meinen Workshop machen und sage erstmal ciao, bis bald.